Naja, geht eigentlich ganz gut tot, die Gegner. Wieder drei Wundumschläge, sehr schön. Ich versuche hier Wundumschläge zu. Mann. Das sind wahrscheinlich die Leichen, die explodieren. Das sind diesmal mehrere. So, ihr drei Spinner, ja, jetzt alle drei eingefroren. Ah, bloß eng getroffen. Dann lass mal den Wollustmenschen hier besiegen. So, Morrigan. Das sterbt. Eiswaffen wieder nie aktiviert hier. So, alle angreifen hier. Sehr schön. Und weg. Nee, diesmal nicht explodiert. Naja, gut. Wie machen wir das jetzt hier? Hinten noch irgendwelche Leichen, Soldaten, irgendwelche Bücherstapel, die man untersuchen kann. Ziemlich komische Bibliothek hier. Ich denke mal, wenn wir jetzt erstmal wieder eine Stunde lang in irgendeinem Bücherregal rumlaufen hier. Wieder welche. So, und beide, alle werden wieder sterben. Das ist ein Dämon des Zorns. Wow. Vom Herrn macht das, was ich sage. Heißen die gut tot zu kriegen. Ja. So, und jetzt wirst du vernichtet. Natürlich immer ein bisschen blöd, wenn man jetzt hier so Zauber wirkt, um nicht die eigenen Leute einzufrieren. Geht mal weg hier, sonst explodiert wieder alles. Ja. Das ist fies. Ich kann nicht speichern. Ah, hinten sind noch mehr. Och, warum rennt die schon wieder dorthin? Ist die dumm. So, wieder alles gefrieren lassen hier. Wieso kämpfen die alle nicht hier? Los jetzt hier, du auch. Ah, die hab ich gefroren, verdammt. Ist nicht so intelligent gewesen, aber naja. Saugen wir es immer noch aus. Ah. So, bin zurück. Telefongespräche, Telefonlauf bei mir. Oh, das sind ja mehrere hier. Hm. Wieso macht die nichts? Bleibt ja hier stehen. So.
Morrigan? Wieso habe ich jetzt bei Mor. Ach, ich wollte gerade sagen. Wieso kann ich das. Ah, kein Mana mehr, verdammt. Mana dran kriegen. Und lass Morrigan. Gut, dass ich dort weggerannt bin. Geh erstmal weg hier. Du auch. So, Morrigan. Mensch, du Scheißhund. Jetzt geh hier weg. So. Ach, manchmal nervt mich die KI von den dummen Gegnern hier. So, jetzt kann ich endlich hier arbeiten. Erstmal den tot machen. Und dann den. Das ist ein Einfrieren, ist gar nicht mal so ganz ohne hier. Wow, die beiden waren schnell tot. Und abhauen, jetzt explodieren die. Wow. So. Jetzt kann ich endlich wieder abspeichern. Das ist ganz schön fies, dass die explodieren. Vor allen Dingen, ich habe die Falle gar nicht gebaut. Oder ist das irgendeine Fähigkeit von mir, dass sämtliche Gegner von abkratzen dann, sobald ich irgendwie die getötet habe? So eine Explosion. Hm, keine Ahnung. So, wieder drei Wundumschläge und ein ihnen besetzter Helm. Den werden wir auf jeden Fall der Zauberin geben, weil die ist, glaube ich, nicht die stärkste dann. Komm, setz ihn auf. Das ist dein Helm. So. Wundumschläge kann man nie genug haben. 15 Wundumschläge. Das ist gut. Irgendwas hier versteckt? Nein. Komm, weg hier. Ja, ein paar Minuten spiele ich noch. Ja, mal gucken, was im nächsten Stockwerk liegt. Mal schauen. Ist auch nichts mehr. Was ist denn das für eine komische Bibliothek? Also das ist ja echt sinnlos hier. Ganz schlechte Raumaufteilung. Ja. Okay, das passt. Hier mal in den nächsten Raum. So, ich an diesen komischen Turm von Ishal oder Ishal oder keine Ahnung wie dann nennen. Naja. Ich denke mal, diese Quest wird nicht ganz so lange dauern wie die von dem Earl von Redcliffe, wo ich erstmal das Schloss besiegen muss und dann vorerst die Untoten, dann das Schloss und dann diesen Tempel. Das hat ganz schön gedauert. Ich denke mal, das geht ein bisschen schneller hier. Owens Zimmer ist hier in der Nähe. Ich hoffe, es geht ihm gut. Bitte geht nicht in den Lagerraum. Es herrscht völlige Unordnung und ich konnte ihn noch nicht vorzeigbar machen. Der spinnt. Ich wollte aufräumen, konnte aber nicht viel ausrichten. Warum räumt er jetzt auf? Ich bin für den Lagerraum verantwortlich. Er muss sauber sein. Du musst sterben. Ich wollte gehen, als es ruhiger wurde. Bin aber auf die Barriere gestoßen. Ich fand keinen anderen Ausweg, also kehrte ich zurück an die Arbeit. Oh, Wayne, ihr hättet etwas sagen sollen. Ich hätte die Tür für euch geöffnet. Der Lagerraum ist mir vertraut. Ich bin lieber hier. Könnt ihr so ruhig bleiben? Zu den Besänftigten und hat keine Gefühle mehr. Ich würde es vorziehen, nicht zu sterben. Und den Turm hätte ich auch gerne so wie vorher. Vielleicht kann uns Nile ja alle retten. Wer? Nile, der Magier. Er war mit einigen anderen hier und hat die Litanei von Adrella mitgenommen. Aber das ist ein Schutz vor Gedankenkontrolle. Ist hier Blutmagie am Werk? Ich weiß es nicht. Nile war bei dem Treffen. Er weiß es sicher. Blutmagie. Das hatte ich befürchtet. Wir sollten Nile suchen. Mit der Litanei haben wir im Kampf gegen die Blutmagier zumindest eine Chance. Viel Glück. Vielleicht ist es bald vorbei und alles wird wieder so wie vorher. Lebt wohl. Der Typ ist komisch.